Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. So, heute machen wir wieder eine Nali-Talk-Folge. Ich werde ein bisschen währenddessen leveln, also ganz entspannt. Aber es geht heute, ich würde sagen, wir fangen direkt an, weil das wird sowieso schon eskalierend lang, wenn ich mich ein bisschen beeile, weil da verliere ich mich wahrscheinlich so bei dem Thema. Es geht heute um ein nicht so schönes Thema und zwar um mein Pferd. Das sollte eigentlich ein schönes Thema sein, aber in letzter Zeit ist es das leider nicht mehr. Wir haben nämlich in letzter Zeit oft mit einem bestimmten Problem zu kämpfen. Und zwar Hufgeschwüren. Ja, diejenigen, die mit Pferden zu tun haben von euch, die wissen, was das ist. Und ich sag mal so, es gibt irgendeinen Auslöser dafür, dass er das immer wieder bekommt. Ich möchte jetzt hier nicht komplett auf das Tiermedizinische eingehen, sondern eher darauf, wie unglaublich schnell irgendwas passieren kann. Und ich möchte es so ein bisschen mit dem Thema verbinden. Ganz, ganz viele von euch schreiben mir oder haben mir ganz oft schon geschrieben, also im Lauf der letzten Jahre, so ja, ich hätte total gern ein Pferd und alles, blablabla, das ist mein größter Traum, etc., etc. Und ich dachte, ich erzähle euch jetzt einfach mal eine Story, wie das auch ablaufen kann und vielleicht, dass ihr mal nachdenkt, ja, dass es manchmal gar nicht so einfach ist und einfach nur anstrengend, nervenaufreibend und ja. Also, ich muss dazu sagen, das ist jetzt nicht das Allerschlimmste, was passieren kann, aber es geht auch ganz schön schnell ins Geld. Wir fangen jetzt einfach mal an bei dem ersten Hufgeschwür damals. Das war vor 2 Jahren, glaube ich, 1,5 Jahren oder sowas. Wir hatten da ja, da hatte ich auch mal ein Video zu gemacht, erst ein Tierarzt da, der eine Fehldiagnose gemacht hat. Ja, weil er nicht abgetastet hat mit der Hufzange. Und ich in dem Moment, der war ja stocklahm, so irgendwie schockiert war, dass ich da selbst nicht drauf geachtet habe. Jetzt mittlerweile schaue ich immer ganz genau, was die machen oder auch was sie nicht machen. Das war echt eine super blöde Sache, weil letztendlich eine Behandlung gemacht wurde, die kontraproduktiv war, statt zu helfen und extrem überteuert war. Also, puh, okay, dann ging es weiter. Es war dann ziemlich lange Pause, fast ein Jahr, ziemlich genau ein Jahr, in dem dann nichts war. Und dann dachte ich so, ach, okay, es war jetzt halt einmal alles gut. Ja, wir hatten ja, oh mein Gott, einmal den Tierarzt mit seiner Fehldiagnose. Es waren die teuersten, glaube ich, 10 Minuten bis jetzt jemals, weil der hat halt alles an Medikamenten und sowas, die letztendlich überhaupt nichts gebracht hatten, weil der hatte uns nämlich diagnostiziert, ja, der muss was an der Sehne haben. Aber das war absoluter Mist, denn es war ein Hufgeschwür und das hat nur ausgestrahlt nach oben, sodass quasi das Bein so leicht angeschwollen war. Das kann oder passiert jedenfalls sehr oft bei Hufgeschwüren. So, jetzt, wie gesagt, ich will nicht zu sehr auf das Medizinische eingehen, weil ich weiß nicht, ob das überhaupt Leute von euch interessiert. Kommen wir mal zum zweiten Punkt. So, als nächstes, so ein Dreiviertel bis ein Jahr später, kam dann das nächste. Mir war schon irgendwie klar, was es ist. Es war auch zufälligerweise gerade ein Tierarzt im Stall, deshalb ging das relativ schnell, wurde aufgemacht, war nochmal Kontrolltermin, nochmal geschnitten. Und dann ausgeheilt. Es ging eigentlich relativ gut, war natürlich wieder 3 oder 4 Tierarzttermine mit allem möglichen bliblablub. Ja, genau. Das war ja alles noch okay. Aber dann begann so ein bisschen jetzt sind sie diese kritische Phase. Warte, jetzt muss ich kurz nachdenken. Das waren beide Hinterbeine. Ja, genau. Vor ungefähr 1-2 Monaten kam dann das nächste Hufgeschwür. Oh, mein Handy ist auf laut. Und das war ein bisschen tricky. Ich hatte zwar dann direkt den Tierarzt da, es wurde auch aufgeschnitten und scheinbar war alles gut ausgeheilt. Ja, es war nochmal Kontrolltermin, dies und das, alles mögliche. Angusverband, das Vorgehen, kennt man ja eigentlich. Und dann dachten wir, es ist gut. Ist auch schon schön, so eine erste Hornschicht wieder drüber gewachsen, dann durfte er wieder raus und alles. Ja, habe ich ihn 1-2 Wochen im Training gehabt und es lief richtig gut. Ich war so richtig motiviert, also es lief einfach. Ich dachte mir so, ja, okay, jetzt läuft's. Und dann komme ich
nach 2 Wochen einfach in den Stall abends mit meinem Pferd rausholen. Und es geht stockelahm schon wieder. Und ich dachte mir, das ist doch jetzt ein schlechter Scherz. Ja, mir war eigentlich ziemlich schnell klar, dass es wieder ein Hufgeschwür sein muss, denn symptomatisch irgendwann kennt man sein Pferd so gut, dass man die Symptome direkt erkennt, weil es halt immer dasselbe ist, ne? Also geht von einem auf den anderen Tag stockelahm, also wirklich läuft auf 3 Beinen, geht gar nichts mehr. Und meistens ist da noch eine Schwellung rund ums Sprunggelenk, wo man erstmal denkt, oh mein Gott, aber das ist tatsächlich strahlend, also diese Entzündung. Genau, der Hufabszess, ja. Das war dann aber sehr kritisch, weil wir erst davon ausgegangen sind, oder es wurde erst davon ausgegangen, dass es derselbe Abszess war, der davor schon da war und dass der einfach noch tiefer saß. Dann hat mir einmal ein Tierarzt da, der quasi rumgeschnippelt hat und diese Theorie hatte. Dann am nächsten Tag kam nochmal einer, der dann allerdings gefunden hat, dass es noch ein einzelnes Hufgeschwür ist und dass er in seinem Huf 2 Hufgeschwüre parallel quasi reifend hatte. Also jeden Tag quasi komplett neue Erkenntnisse. Es ist einfach, wie soll ich das erzählen? Es ist so kompliziert alles. Jetzt mittlerweile weiß man aber nicht, ob man jetzt die komplett offene Stelle, ja, sage ich jetzt mal, wirklich erwischt hat. Jetzt hat er seit ein paar Tagen Angusverband drauf und läuft schon deutlich besser, aber noch nicht wieder ganz gut. Das heißt, es steht die Möglichkeit im Raum, dass da doch noch was ist. Und nicht, dass da jetzt irgendwie noch ein drittes Hufgeschwür, oder keine Ahnung, ich wusste nicht mal, dass da mehrere Hufgeschwüre gleichzeitig im Huf sein können. Und zwar ist die absolute Kurzfassung, das alles waren natürlich super lange Geschichten immer, aber was möchte ich jetzt damit eigentlich erzählen? Ja, Leute, egal wie toll man es sich so vorstellt, ein Pferd zu haben, und es ist auch toll in den Zeiten, in denen es eben läuft, es ist einfach ein echt anstrengendes Hobby. Also, wenn ein Pferd irgendwas hat, ist es nicht nur ziemlich schnell, ziemlich teuer, und das kann ich euch ehrlich sagen, also dafür muss man vorgerüstet sein, sondern auch super nervenaufreibend. Also, es ist... Ganz ehrlich, gerade gehe ich jeden Tag in den Stall und denke mir, bitte nicht noch irgendwas oder bitte nicht noch schlimmer geworden oder so. Und ja, teilweise, man muss ja auch den Tierärzten vertrauen, habe ich das Gefühl, dass das teilweise auch so ein bisschen ausgenutzt wird. Ich meine, mittlerweile weiß ich, was man zu tun hat und beobachte dann natürlich auch, was die machen, aber es wird natürlich schon auf eine gewisse Weise versucht, möglichst viel damit reinzustopfen, weil es wird ja alles berechnet, ne? Wenn die dein Pferd nur ganz kurz anschauen, wird es als hier so eine Minute wird es kurz angeschaut, das ist dann eine 40 Euro allgemeine Untersuchung des Pferdes. So, das war mir nie so richtig bewusst, aber es ist so, also was soll ich euch sagen? Dementsprechend. Ich hoffe selbst, dass es jetzt auch dieses Mal relativ gut ausheilt und dass der Schrecken dann erstmal ein Ende hat. Das Problem bei der Sache ist, man kann die Ursache für Hufgeschwüre nicht einfach so herausfinden. Und warum er anfällig dafür ist. Es gibt unglaublich viele diverse Gründe, die es haben kann. Und es gibt auch Fälle, bei denen das Pferde wirklich 7, 8, 9 Mal im Jahr haben. Das ist dann wirklich extrem, da sind wir natürlich zum Glück noch nicht. Ich hoffe, dazu kommt es auch nicht. Ich fütter auch schon alles mögliche, Schmierkeralit, Leute, es ist, ja. Aber letztendlich ist das alles nur präventiv und keine Garantie, dass es hilft. Ja, eigentlich hätte ich ganz andere Pläne jetzt in dieser Zeit, aber natürlich funktioniert es nicht, wenn das Pferd halt einfach nicht läuft. Und ich finde, das Schlimmste darin ist, dass man nicht so wirklich, ja, was dagegen tun kann. Man kann präventiv einige Sachen machen und schauen, aber man kann nicht einfach rausfinden, woher kommt es, weil das so verschiedene Ursachen haben kann. Es kann von dem Boden kommen. Es kann so viele Gründe haben. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Naja, jedenfalls... Das ist so ein bisschen die Story. Ich glaube, es war alles etwas verwirrend und für die Leute von euch, die jetzt nichts mit Pferden direkt zu tun haben, war das vielleicht auch etwas unverständlich. Ich habe es versucht. Ich habe versucht, nicht so in medizinische Details zu gehen, weil ich glaube, das
bringt euch jetzt nicht so viel. Aber ja, außerdem tat es irgendwie gut, es nochmal zusammenzufassen und einfach mal loszureden. Denn ich sag's euch, wie es ist. Das ist. Oh, ich bin nervlich am Ende. Es ist. Wenn ich jetzt eine rumgetelefoniere, der steht ja eigentlich in dem Aktivstall. Das heißt, ich muss jedes Mal dann auch immer eine Krankenbox und so abklären. Also ich gefühlt jeden Tag muss ich telefonieren mit dem Stallbesitzer, dann mit den Tierärzten, alles Mögliche hier und da, meine Hufpflegerin. Das ist schon jetzt nicht der größte Spaß. Und genau, einfach mal so ein kleiner Einblick. Und für mich auch so ein bisschen Seelentalk, weil ich persönlich, warum erzähle ich das jetzt in dem Video? Ich habe das schon ungefähr 20 Mal irgendwelchen anderen Leuten erzählt, aber es ist was anderes, wenn ihr es erzählt und dann bekommt ihr eine Antwort oder Rat oder sowas. Oder ihr erzählt etwas quasi für euch, für andere, aber es folgt jetzt nicht direkt eine Reaktion, sondern ihr könnt einfach euren Gedanken freien Lauf lassen. Ohne quasi jemanden, der darauf reagiert. Was teilweise auch schön ist, aber teilweise ist einfach mal zu reden auch ganz schön. Ja, und ich weiß, es kann natürlich noch viel schlimmer erwischen. Es gibt so viele Sachen, die ein Pferd bekommen kann. Das, wenn man sich da ein bisschen einliest, das ist schon fast gruselig. Also ehrlich, das ist echt gruselig. Wir haben halt damit zu kämpfen und das ist super blöd, weil ich eigentlich richtig viele Pläne hatte. Also die mussten jetzt halt alle gecancelt werden. Das ist echt, hätte jetzt nicht sein müssen. Aber ich hoffe jetzt mal das Beste, dass auch das wieder ganz gut aushält. Und ich fütter seit einiger Zeit nochmal extra für die Hufe Zusatzfutter. Ich hoffe, dass das so ein bisschen präventiv noch hilft. Das braucht allerdings ja einige Monate, bis es wirklich wirkt und bis das unten am Huf ankommt. Da braucht man ja einen Hufwachszyklus und das dauert ja ein Jahr. Also so schnell wird man das nicht sehen. Aber gut, ich gehe jetzt mal nicht vom Allerschlimmsten aus. Man muss aber dazu sagen, wenn es jetzt nicht super von selbst aushält, wie die letzten Male scheinbar, dann kann es sein, dass man röntgen muss, weil da vielleicht doch noch irgendwas anderes ist. Und auch warum da jetzt zwei Geschwüre sind. Ich muss sagen, ich war super geschockt, als ich das gehört habe, weil ganz ehrlich, ich wusste nicht mal, dass das geht. Und so ging es tatsächlich einigen. Also der einzige Vorurteil bei der ganzen Sache ist, dass ich sehr viel gelernt habe. Also, oh Gott, wisst ihr, warum ich drüber lache? Weil es gibt zwei Arten, damit umzugehen. Entweder man ist im Heulen oder man lacht drüber. Es ist so ein bisschen verzweifeltes Lachen, weil das halt irgendwie schon ein schlechter Scherz ist. Also gerade diese vorherig nah aufeinander folgenden Geschwüre, die waren halt... Ich dachte mir halt, oh, jetzt ist wieder alles super, jetzt starten wir wieder und es lief mega und es war einfach, ich dachte mir einfach, yes. Ja, tja, hätte ich mich wohl nicht so früh freuen dürfen, denn das ging ja nicht wirklich lange. Und dann kommen ja noch diverse Probleme dazu, ne? Da ist ja dann ein Loch im Hof und ihr müsst ja irgendwie oder wollt irgendwie euer Pferd dann wieder rausstellen. Da kommt die ganze Sache dann auch in Hufschuhe dran und Hufschuhe sind übrigens auch sehr, sehr teuer, muss ich sagen. Vor allem, weil sie sich ablaufen. Das heißt, sie sind keine Dauergegenstände, muss man dann wieder neu kaufen. Und da hatten wir dann das schöne Problem, dass einfach, wenn ich die Hufschuhe viel zu lange draufgelassen habe, ihr müsst euch überlegen, in dieser Zeit waren es teilweise fast 30 Grad. Und dann vermischt mit dem Rumgerenne auf der Koppel sah halt irgendwann der Ballen nicht mehr so aus, wie er aussehen sollte, obwohl der Hufschuh oder der Huf ausgemessen wurde und der Hufschuh dementsprechend ausgesucht wurde. Es waren also überall Probleme, wo nur Probleme sind. Und ja, so viel zu dem Einblick. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch 20 Minuten weiterreden und euch da irgendwas erzählen. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen, ihr habt die Story verstanden und ich glaube, es ist auch angekommen, was ankommen sollte. Also, ich möchte euch eigentlich nur damit bewusst machen, für diejenigen, die vielleicht irgendwann mal vorhaben, sich ein Pferd zu kaufen oder schon eins haben oder sich eins wünschen oder so, dass es teilweise wirklich auch super anstrengend, super schwierig, super teuer werden kann und zwar ganz, ganz schnell. Es sind nun mal Lebewesen und es kann jederzeit was passieren. Es können Unfälle passieren, irgendwelche unerwarteten Krankheiten, die auch teilweise immer wieder zurückkommen. Es gibt da auch ganz viele chronische Sachen, es gibt so viel.
man sollte sich davon jetzt nicht abhalten lassen, das zu tun, was man möchte, aber man sollte es im Hinterkopf behalten. Denn es kann nun mal passieren und es passiert auch relativ oft. Also ich habe ganz viele Stallfreunde und Stallkollegen, die leider mit diversen Sachen schon in Kontakt waren. Und kürzlich erst eine ehemalige Stallkollegin von mir, die hat dann irgendwann den Stall gewechselt, die hatte einfach fast eine 10.000-Euro-Rechnung, dadurch, dass ihr Pferd eben etwas hatte und auch in den OP musste. Und sie hatte eine OP-Versicherung, aber genau die OP, die sie machen musste, wurde nicht abgedeckt. Es kann halt, das ist schon heftig. Es kann halt einfach so schnell gehen und es wird mir dann immer wieder bewusst, es ist einfach eine Riesenverantwortung und es kann super viel, super schnell passieren. Ja, so viel für heute, so viel zu meinem kleinen Einblick. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu hin und her gerissen und zu viel. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, dann halte ich euch auf dem Laufenden, wenn es ihm wieder besser geht. Ich finde solche Real Talk Sachen eigentlich schon manchmal ganz gut. Ich will nur immer nicht zu viel Infos geben, weil es hier doch ja primär um SSO und sowas geht. Und ich das schon auch ein bisschen trenne von meinem Private Life, sag ich jetzt mal. Genau, aber wenn euch das interessiert und ich euch da so ein bisschen auf dem Laufenden halten soll, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann gibt es auf jeden Fall ein Update, wenn es ihm wieder besser geht und wenn wir wieder auf einem guten und gesunden Stand sind. Ich fahre jetzt auf jeden Fall gleich selbst meinen Stall. Und schau mal, toi, 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 wie es ihm geht. Morgen wird dann der Verband gewechselt und ich bin sehr gespannt, was dann im Laufe der nächsten Woche rauskommt. Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Lasst euch jetzt nicht entmutigen von dem, was ich gesagt habe, aber vielleicht ist es ganz gut, das mal so ein bisschen mitzunehmen. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.